Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chess for Gemini. Ja, was ich im letzten Part noch nicht beziehungsweise noch keinem Park gezeigt habe, ist, wenn man hier Spieler auswählt. Normalerweise könnte man hier jetzt auf einen anderen Spieler wechseln. Können wir nicht, weil wir haben nur Wähler zur Verfügung, denn im letzten Part haben wir ja Juno, oder sind wir mit Juno in die Basis gegangen, also in Mizards Festung gegangen und ja, das war halt alles. Oh. Stimmt. Hier gibt es 15 Tribals, die wir retten können. Wenn ich gerade überlege, bin ich mir unsicher, ob wir wirklich alle schon retten können oder nicht. Gut, der eine Bereich, den es gibt, da gibt es, glaube ich, gar keine Tribals, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es aber nicht mehr auswendig. Es gibt nämlich einen Bereich, den können wir mit ihr nicht bestreiten. Aber dazu mehr später. Ja. Backwards. Dann überlegen. Ne, wir können nicht alle retten. Okay, nee, definitiv nicht. Nein. Dafür fehlen uns noch sehr viele Fähigkeiten und so. Also, ja. Okay, da muss ich alle Gegner töten. Das ist mir eigentlich klar. Die spawnen aber, glaube ich, auch erst ab einem gewissen Ort hier. Da muss ich auch alle Gegner töten. Sorry, aber ich muss ihn auch erledigen. Ach ja, übrigens, mit den Köpfen sammeln. Jeder Charakter fängt bei Null an. Also ihr müsst schauen, dass ihr, wenn ihr wirklich das Zeug freischalten wollt, dass ihr einen Charakter habt, wo mit dem ihr die meisten Köpfe hinbekommt. Also von den Ameisen hier. Ich glaube, es sind nicht beide Türen aufgegangen. Kann das sein? Mit Juno haben wir, keine Ahnung, irgendwas 80 oder so. Mittlerweile. Vielleicht. So, ich würde euch empfehlen, geht wirklich hier durch zuerst, wenn ihr Chess for Gemini auch spielen wollt. Oder zum ersten Mal spielt. Denn hier findet ihr eine Waffe. Ja. Den Schlüssel haben wir eh noch nicht, also das können wir ja vergessen, sonst weiterzugehen. Wir müssen von der Seite öffnen. Was war denn das für ein komischer Bug? Mir wurden weiße Striche unten angezeigt. Also wir haben das Maschinengewehr hier. Übrigens, die Schnellleiste ist für natürlich alle Charaktere. Also das ist das Einzige, was halt so ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, wenn man jetzt mit allen die Level bestreitet und zu Mizart kommt, ob man dann bei allen Full hat. Das wäre auch noch interessant zu wissen, weil bei Juno habe ich es ja hinbekommen, komplett full zu sein. Aber ich glaube, bei Vela bin ich mir unsicher. Bei Lupus? Interessante Frage. Was ich jedenfalls einfach sagen kann, ich werde zuerst Vela komplett noch durchspielen, dann nehme ich Lupus, also bis Mizards Festung natürlich. Und danach wird das Ganze eh ziemlich anders ablaufen. Ah, stimmt. Hier brauche ich ja schon das Sturmgewehr. So, ich ignoriere mal die. Wie viele von den Schaltern gibt es eigentlich? Ich kenne mich nur an. Also, wenn man jetzt den auch mitzählt, dann zwei erinnern. Aber das ist einfach, dass man halt das Zeug hat. So.
Ah, okay. Sehr schön. Ah, das war alles. Gut. Nicht stimmt, ich könnte auch sonst doch, wenn ich den roten Schlüssel hätte, oder? Oder ging etwas nicht? Ich weiß es nicht mehr auswendig. Plasmagewehr, okay, sehr schön. Deswegen gehen wir hier eigentlich hin. Ja, was hat der nochmal gegeben? Hey, jetzt hier nochmal. Wow, was macht ein hübsches, junges Ding wie du an einem Ort wie diesem? Es ist sehr gefährlich hier und ich glaube nicht, dass ein kleine Lady wie du... Oh, du hast da ja ein ganz schön großes Kaliber. Ich bin Fishface, mein wenig hübscher Bruder und ich betreiben ein Bergunternehmen. Wir sind die Backenden-Duell-Brüder. Hast du vielleicht schon von uns gehört? Oh, ich vergaß, du bist ja neu hier. Ich kam hierher, um mit Mizart ein Geschäft abzuschließen. Aber anscheinend will er all die Lohbeutel für sich alleine arbeiten lassen. Man kann mit dem miesen Kerl einfach nicht verhandeln. Wir werden bald pleite sein. Uns bleibt nur noch die Mine meines Bruders auf Weave Isa. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber es ist ein schön, sehr schöner Planet. Ich kehre wohl besser dorthin zurück, bevor dort auch alles vorbei ist. Es ist ohnehin sinnlos, hier noch länger herumzuhängen. Warte mal, du bist doch so ein Art fahrender Kreuzrittertyp, oder? Interessant, vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Nimm diesen Schlüssel. Mit ihm kannst du die Türen zum Dock öffnen. Wenn du dem alten Tyrannen eines auswischen willst, sollten wir dir ein wenig mehr Feuerkraft verschaffen. Oh, langsam beginne ich mir richtig darauf zu freuen. Such mir auch Kerulan wieder auf. Und vergiss die Kohle nicht. Wir können alles brauchen, was nach Geld riecht. Viel Glück, kleine Lady. Wir müssen zusammenhalten. Gibst du mir nun den roten Schlüssel? Roter Schlüssel. Du hast den roten Schlüssel erhalten. Erstaunlicherweise kannst du mit Türen öffnen. Danke für den Tipp. Wir sehen uns später. Oder wir sehen uns. So, das ist mir noch aufgefallen hier. Die Erweiterung. Aber hier haben wir kein Rot, sondern Violett. Oder war das lila? Keine Ahnung. Violetter Schlüssel, okay. Naja, es sieht halt nicht so ganz nach Violett aus. Aber da bin ich mir eben unsicher bei der Passage da, ob wir dort mit Juno durch müssen oder mit Vela auch können. Ich glaube, es ging auch mit Vela. Naja, wir haben jedenfalls einen roten Schlüssel erhalten. Das ist schon mal nicht schlecht. Müssen wir da eigentlich Gegner töten oder brauchten wir da nur einen guten Schlüssel? Oder kam ich da nicht hoch? Okay, auf der Seite glaube ich nicht. Auf der anderen schon. Okay, ich ignoriere mal euch. Aber möglicherweise, ja, muss ich alle erledigen. Nö, muss ich nicht. Auch gut. Gibt's
du auch noch Muni? Nee. Da hatten wir eine andere Plattform, die wir noch nicht verwenden können. Es sah gerade so aus, als hätte jemand auf mich geschossen. Aber was ich komisch finde eben, wo ich hier mit dem... Diese Zwischensequenzen, das ist einfach irgend so ein Bug dazwischen gab. Oh, doch, ich muss alle töten, okay. Naja, dann. So, wo seid ihr? Na gut, dann springen wir runter. Ah, auf der Seite kann ich ja auch hoch. Nice. Okay. Ich vergesse immer, dass ich noch nicht das komplette Arsenal habe, wie ich bei Juno habe. Ich meine, Munition, klar, das ist so eine Sache. Man hat natürlich nicht gleich viel Munition, aber es wirkt halt so komisch. Ich will irgendwie die Sniper nehmen, ich will das nehmen und denke so, okay, nee, das habe ich ja gar noch nicht. Ist ja wie mit einem Raketenwerfer. Aber es ist auch sehr interessant halt, dass man hier unterschiedliche Charaktere hat und einen wirklich anderen Weg gehen muss. Gut, wer natürlich nicht so Freude hat an den unterschiedlichen Charakteren, dem muss man einfach sagen, okay, das ist ja vielleicht für euch blöd, aber gut. Also für die Person blöd. Aber was soll's? Man kann da nicht entscheiden. Später gibt es dann Entscheidungsmöglichkeiten, aber man muss wirklich jeden gespielt haben. Das ist einfach so. Und jeder hat andere Passagen. Aber das finde ich genau das Schöne. Außerdem auch, dass man sammeln muss. Also hier sind es ja nicht wie irgendwie Puzzleteile oder sowas. Sondern erstens die Waffen. Leben und Munition erklärt sich einfach nur alleine. Aber ich meine, da diese Tribals, dass man die retten muss. Klar, manche finden das blöd, dass man wirklich alle retten muss, aber ich finde es halt schön, dass man das kann auch mit dem Spiel. Und das macht das halt auch zum Sammelshooter. Das ist nicht nur einfach nur ein Shooter, sondern wirklich so, hey, schau, wo musst du hin und du brauchst auch Schlüssel, um weiterzukommen. Oder an manchen Orten hinzukommen und das finde ich halt das Schöne an dem Spiel. So, jetzt kommen die nervigen Gegner, die man meistens nicht so gut sieht, so weiter man läuft. Könnte ich die eigentlich ignorieren? Ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, ich könnte die ignorieren. Müsste einfach schön weiterlaufen. Habe ich hier unten noch irgendwie? Okay, kein Item. Hier auf der Seite? Ist auch nichts. Ah ja, okay. Aber ich weiß jedenfalls, ich kann definitiv nicht alle Tribals retten. Auch wenn man sagen kann, man kann relativ viele retten, aber es gibt halt eine Passage, die kann man wirklich erst später machen. Könnt ihr meinen, der wäre auf dem Lift drauf, aber ist er nicht. Ach stimmt, deswegen geht es ja auch schon mal nicht. Oder kommt man darüber? Nee, da bräuchte man ja wen, der fliegen kann. Naja, gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Gegner töten muss. Ich gehe mal davon stark davon aus. Oh, okay. Ich habe eben Auto-Aim, wenn ich nicht ziele. Das ist das Schöne an dem Spiel auch ein bisschen. Das Spiel wenigstens sagt er hier, ja, kannst halt schießen. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich unten noch irgendwas übersehen? Munition, Auffrischung.
Ah, doch. Ich brauche gar nicht den Typen, den ich gemeint habe. Ja. Die haben das so gelöst. Ja, diese Plattform wird einem später noch erklärt und kommt halt später vom Spiel her. Was hier einfach komisch ist, dieser Durchgang. Irgendwie so finde ich sehr random. Warum und weshalb ist so die Frage. Was brachte mich denn nochmal? Rüber runter. Was war denn das eigentlich? Komplett runterfällt? Ah ja, das war das. So. Eine leichte Jump'n'Run-Passage. Finde ich auch schön. Also generell in so Spielen. Aber so leichte Passagen, wo halt ein bisschen unterschiedlich sind als eine leichte Abwechslung, sage ich mal, zum Rest des Spieles. Okay, ich weiß nicht mehr. Ist da hinten irgendwas? Ja gut, da kann ich theoretisch so rüber irgendwie. Oder auch nicht. Kann ich so hoch? Wahrscheinlich nicht, oder? Nope. Gab's da oben irgendwie was? Nö. Also außer den Tribal, den ich eh im Moment auch noch nicht wirklich so holen kann, außer man springt sehr gut runter. Aber ich meine sowas wie Munitionserhöhung. Hallo! Na? Geht's gut? Da hatte ich ja nur auf der einen Seite eine Tür. Ah, mal schauen. In welchen Bereich komme ich jetzt? Ah ja, ich müsste... Oh, nee, zuerst der. So, wo ist jetzt das Leben? Komm! Bevor du wieder despawnst. Das finde ich schade, dass die das auch so gemacht haben. Man muss wirklich schauen, ey, wenn da irgendwas droppt, direkt aufnehmen. 5 Sekunden oder weniger, direkt wieder weg. Und das damit gerechnet, in dem Moment, wo es gespawnt ist und herumfliegt. Also schon sehr kritisch. Ja, jetzt kommt der Bereich, den ich gemeint habe. Um es mal ganz einfach zu sagen, man muss da nach oben. Aber wie sollte man das bitte schön hinbekommen, ja? Also, ich sage euch einfach, dieses Ding hat damit was zu tun. Könnt ihr euch selbst ausmalen, was das natürlich macht. Aber dieses komische Bug so. Grüner Schlüssel erhalten. Du hast einen grünen Schlüssel gefunden. Ja, ich habe hier irgend so komisches... Ich weiß auch nicht, wieso das so angezeigt wird. Wer weiß das schon? Vielleicht wird das aber nicht richtig emuliert auf der Nintendo Switch. Und ja, es ist, wie gesagt, auch wenn es nie gesagt wird, es ist emuliert, meine lieben Leute. Ah ja, da gibt es genau Lebenserweiterung. Also am meisten nervig sind diese Gegner hier. Also die nerven am meisten, meine ich so. Das ist die Frage, wie lange ich das noch spiele? Okay, ja, dann machen wir den anderen Bereich vielleicht noch später. Also den Schlussbereich hier von dem. Damit wir dann zum nächsten Level schon kommen. Denn dieses Schiff ist gar nicht so allzu groß. Okay, doch, es ist größer, aber wir können den meisten Bereich, also den größten Bereich gar noch nicht betreten. So, jetzt kommt die runter. Wenn man da zum ersten Mal hinkommt, denkt man sich so, ja, was ist jetzt hier wieder los? Vorne gibt es keine Gegner, okay. Ich habe halt das Leben schon aufgenommen. Am besten macht man das immer später. Also, dass man es jetzt aufnehmen würde, aber gut. Lebenserweiterung meine ich. Ja.
Okay. Dann gehen wir mal dann noch durch. Ich weiß gar nicht mehr, wo man jetzt... Okay, wir kommen wieder hier raus. Gut. Dann, liebe Leute, auch wenn es noch keine ganze 20 Minuten sind, glaube ich, bedanke ich mich jedenfalls fürs Zusehen. Wir haben ja jetzt den entsprechenden Schlüssel und können auch weiter. Oder zurück, je nachdem, wie wir das wollen. Der Typ jetzt hier ist auch nicht mehr da. Da, wo unser Schiff gelandet ist. Wir auch nicht. Also wir müssen einfach hier hin, um es ganz einfach zu sagen. Aber liebe Leute, das machen wir erst im nächsten Part von Let's Play Just for Gemini. Also danke fürs Anschauen, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.